Also ich habe früher sehr oft Blasenentzündung gehabt. Und so oft, dass jede 2-3 Monate, manchmal ein Monat Antibiotikum nehmen musste. Das hat schon seit 3 Jahren gedauert. Immer hin zum Arzt, immer Antibiotikum gekriegt. Und ja, natürlich nach Antibiotikum war super, in 2 Tagen schon alles vorbei. Ich habe brav immer zu Ende genommen. Und in 1 Monat, in 2 Monaten wieder Blasenentzündung. Und diese Geschichte hat 3 Jahre gedauert. Das konnte ich einfach nicht mehr. Ich habe Familie, 3 Kinder, berufstätig. Ich konnte nicht mehr das gedulden. Da habe ich mich ausgedacht, probiere ich was mit Homöopathie. Vom Anfang war ich ein bisschen ja, skeptisch sozusagen, aber bin ich da gekommen zu einem homöopathischen Arzt, da ich keine Wahl mehr hatte sozusagen. Ich war voll von Antibiotikumbehandlung. Ich konnte nicht mehr Antibiotikum nehmen. Jede 2-3 Monate wieder Antibiotikum. Obwohl habe ich ganze Empfehlungen von meiner Hausärztin, von Nephrologen, Urologen, allem nachgefolgt. Das hat nichts gebracht. Das war wieder Rückkehr, wieder Rückkehr. Da habe ich Homöopathie probiert. Und das hat gut geholfen. Das hat mir sogar gewundert. Ich hatte nie gedacht, dass es so hilft. Ich bin sehr zufrieden und was ich sagen muss, ist es jetzt schon 9 Monate habe ich Ruhe. Ich bin einfach sehr zufrieden, sehr froh, dass ich jetzt ein bisschen für 9 Monate auf einmal über meine Blase vergessen habe. Das stört nicht mehr. Das ist sehr erfreulich.